Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Star Stable. Wir stehen hier immer noch bei Herrn Anderson und gucken wir mal, was wir jetzt für eine Aufgabe mit den Fischen haben. Nimm diesen Eimer mit Fischen und entlasse sie in den See. Hoffentlich fühlen sie sich in ihrem neuen Zuhause wohl. Okay, also einfach alle da hinten in See reinkippen. Hoffe ich mal, dass sie sich hier wieder ansiedeln und nicht wieder abhauen. Geht das vom Pferd? Ja, das geht vom Pferd aus. Kommt mir das eigentlich nur so vor? Da ist ja so ein bisschen das Grüne. Das Grüne ist doch wieder weg, oder nicht? Ja, so ein bisschen, was ist noch drin? So ein bisschen Grünschimmer, aber nicht mehr so stark wie gestern. Oder kommt das einfach nur, weil es spiegelt? Gut gemacht. Jetzt müssen wir abwarten. Drück mal die Daumen. Okay, das heißt, hier können wir auch erst morgen weitermachen. Das heißt, gut, hier haben wir alles erledigt. Donald, der Schneider, hat eine Quest für uns. Okay. Idris ist ja auch immer noch offen, genauso wie Björn. Ich glaube, wir lassen uns jetzt mal abholen. Und ja, wo schauen wir denn vorbei? Schauen wir bei Idris vorbei oder bei Donald? Ich glaube, wir gucken bei Idris vorbei. Das hatte ich ja jetzt schon mal angekündigt, dass ich da mal wieder hin möchte. Oder gucken wir... Nee, komm, gucken wir erstmal bei Donald, was er für eine Quest für uns hat. Da bin ich jetzt neugierig, das will ich wissen. Und rein hier. Und direkt wieder links. Hui. Stopp, Süße. Hallo Dina, wie geht's? Hast du gemerkt, wie aufgeregt die Leute im Dorf sind? Ach nee, das ist eine Valentinsquest. Ohoho, nein, die kann ich jetzt noch nicht machen. Die will ich ja im Special, was ihr jetzt schon gesehen habt, will ich die ja erst machen. Okay, das heißt, wir reiten doch direkt zu Idris. Ach ja. Oh, ja, super. Man sollte natürlich auch gucken, wann man hinreitet und nicht hier einfach kopflos und blindlings drauf losgaloppieren und dann bleibt man hier an einem Stapel Holzbretter liegen. Oh, das waren noch Zeiten. Wisst ihr das noch? Könnt ihr euch da dann noch erinnern, wie ich unbedingt springen lernen wollte? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, boah, wann kommt denn endlich die Quest? Wann lerne ich denn endlich das Springen? Ja, und jetzt bin ich so mit Golden Hills. Ah, wann kommt da die Quest? Dann kann ich endlich dahin. Ja. Naja, ich habe mir schon flüstern lassen, dass es mit den Quests hier oben, mit dem vergifteten Wasser zusammenhängt. Mal gucken, wann wir dann wirklich die ausschlaggebenden Quests bekommen. Dafür müssen wir die dann ja definitiv erstmal abschließen. Oh. Willkommen zurück. Der Narr ist fertig und wir können nun damit beginnen, das Zirkuszelt aufzubauen. Das wird ein toller Jahrmarkt. Du wirst es nicht bereuen, mir geholfen zu haben. Das verspreche ich dir. Bitte den Narren um die fehlenden Teile, sodass wir loslegen können. Er wird dich darüber informieren, was zu tun ist. Wenn er das hinbekommt. Ach, sei nicht so unfreundlich, Idris. Mensch. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet, um die Pflöcke zu machen. Alles muss perfekt werden, sagt der große Idris. Und das ist es nun. Echt, der macht sich so eine Mühe und Idris hackt noch auf ihm rum. Lass uns anfangen. Die drei zentralen Säulen müssen aufgestellt werden. Sie müssen gerade stehen, da der ganze Zirkus daran hängt. Ein kleiner Fehler kann schon zum Zusammenbruch führen und das wollen wir ja nicht. Nimm diese drei Masten hier und lege sie dorthin, wo sie aufgestellt werden sollen. Okay. Wir balancieren mal wieder alles auf dem armen Hintern von Foxy. Gut, Mast Nummer 1. Mast Nummer 2. Und Mast Nummer 3. So, mal wieder was abgeschlossen. Hey, es nimmt langsam aber sicher Form an hier. Das sieht gut aus, obwohl es Masten sind. Stabil? Das hoffe ich doch. Jetzt mach weiter.
Okay, Moment. Die äußeren Säulen und die Seilbefestigungen, okay. Ach so, nimm diese 5 Säulen und platziere sie im Kreis um die 3 Mittelsäulen. Pass auf, dass du keinen Splitter bekommst. Och, guck mal, der macht sogar Sorgen um uns. Gut, dann haben wir diese 5 Flöcke, die in einem äußeren Ring um das stehen sollen, was du bereits aufgestellt hast. Sie werden dafür benutzt, die Seile zu spannen. Sie müssen fest und ordentlich sitzen. Ich kümmere mich so lange um die Seile. Okay, das heißt, wir kümmern uns jetzt hier erstmal darum, die Pflöcke in den Boden zu rammen. Ich glaube, hier kommen die Teile rein, oder? Ja. Gut, dann kommt... Ah, stopp, stopp, stopp. Ohohoho, nicht so schnell. Nee, hier kommt auch so ein Flock rein. Okay. Okay, also gut, die kommen also nach ganz außen, die dicken. Und die... Ah! Mensch. Muss sie nicht so aufregen hier, nur weil ich von deinem Rücken aus die Holz in den Boden rahme. Das ist überhaupt nichts Gefährliches. Gut, jetzt habe ich hier langsam aber sicher das Prinzip verstanden. Oh Mann. Gut, kommt mir so vor, da stehen die teilweise schief. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Hinterher müssen wir hier nochmal irgendwie was reparieren oder richten oder... Guck mal, da hinten, der steht auch schief, oder nicht? Natürlich steht er schief. Der steht auch total eirig. Aber es liegt nicht an uns. Wir haben gewissenhaft gearbeitet. Mal schauen, was Idris jetzt dazu sagt. Das sieht vielversprechend aus. Weiter so. Nicht schlecht für einen Menschen. Pff. Man kann den Zirkus fast vor... Was? Man kann den Zirkus fast vor sich sehen? Nicht wahr? Ich hoffe, der Narr wird bald mit den Seilen fertig. Es sieht nicht besonders vielversprechend aus. Während der Narr mit den Seilen hantiert, kannst du vielleicht schon die 3 Flaggen hissen. Hier sind die Flaggen vom Schneider. Hisse jeweils eine an den 3 tragenden Mittelpfeilern. Okay. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn wir fertig sind hier. Okay, da hängt schon mal die erste. Yay! Ba, 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 wir haben die erste Flagge gehisst. Flagge Nummer 2. Oh, eine blaue diesmal. Oh, ist der Mast hoch. Und Flagge 3. Und eine grüne noch zum Abschluss. Gut, ich bin gespannt, wie lange sich das jetzt hier noch hinzieht, bis das alles fertig aufgebaut ist. Hä, stand der Narr nicht eben noch neben Idris? Okay. Klasse, super, spitze. Aber was ist mit dem Narren los? Ja, das frage ich mich auch gerade. Hä? Mama mia, der Narr hat sich in den Seilen verheddert. Das ist ja peinlich. Ich hoffe, dass niemand das sieht. Er kann ja gar nichts. Manchmal frage ich mich, ob er das nur tut, um sich zum Narren zu halten. Da ist das ein zu viel drin. Ich finde sie manchmal tatsächlich schwierig, ob das die Übersetzungsfehler einfach nur sind. Aber hier die Texte zu lesen, wenn hier irgendwelche Wörter zu viel sind. Gut. Ach, guck mal, hier können wir drüber hüpfen. Yay! Oh, süße. Ja, na dann. Ich glaube, niemand hat uns gesehen. Vielleicht vergessen wir das einfach, oder? Du auch, Narr. Das darf nämlich nicht einmal passieren, wenn man ein Narr ist. Okay. Gut, also hier können wir auch nichts mehr machen. Hier haben wir auch alles abgeschlossen für heute. Gut, also es sieht jetzt auch schon deutlich mehr wie das aus, was es mal werden soll. Wir haben jetzt hier die 3 Masten in der Mitte mit den Flaggen dran.
Wir haben die Masten außenrum. Wir haben diese Pflöcke hier im Boden. Wir haben die Seile, wo das Zelt drauf aufliegen wird. Das sieht doch, finde ich, schon recht vielversprechend aus, oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier erstmal von euch und dann gucken wir morgen, wie es hier weitergeht. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.